Guten Morgen, mein Liebes. Ja, heute haben wir die 19. Lektion. Ich rufe sie mal auf. Hier ist sie. Lektion 19. Ich erfahre die Wirkung meiner Gedanken nicht allein. Tja, das ist eine Tatsache, denn wir sind ja nicht allein. Wir sind ein Geist. Der heutige Leitgedanke ist offensichtlich der Grund, weshalb dein Sehen nicht nur dich allein berührt. Du wirst feststellen, dass die Leitsätze, die sich auf das Denken beziehen, manchmal denen vorangehen, die sich auf das Wahrnehmen beziehen, während die Reihenfolge ein anderes Mal umgekehrt ist. Das ist deshalb so, weil die Reihenfolge keine Rolle spielt. Das Denken und seine Resultate finden wirklich in Wirklichkeit gleichzeitig statt. Denn Ursache und Wirkung sind nie voneinander getrennt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ursache und Wirkung, die sind nicht getrennt. Ich denke und schon sehe ich. Heute betonen wir noch einmal die Tatsache, dass Geister verbunden sind. Das ist am Anfang selten ein gänzlich willkommener Gedanke, weil er ein enormes Verantwortungsgefühl mit sich zu bringen scheint und sogar als ein Eindringen in die Privatsphäre angesehen werden könnte. Es ist jedoch eine Tatsache, dass es keine privaten Gedanken gibt. Trotz deines anfänglichen Widerstandes gegen diesen Leitgedanken wirst du dennoch verstehen, dass er wahr sein muss. Ja, warum denn? Wenn Erlösung überhaupt möglich ist. Also nur, weil wir ein Geist sind, ist es möglich, dass ich meinen Geist nur mit Liebe fülle und dann sind eben alle davon berührt. Und Erlösung muss möglich sein, weil sie der Wille Gottes ist. Also, auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Wir können uns und damit alle erlösen. Wenn ich mich erlöse, erlöse ich alle mit mir. Ich werde nicht allein geheilt, heißt es. Die etwa eine Minute dauernde Geisteserforschung, die die heutigen Übungen erfordern, soll mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Zuerst soll der Leitgedanke für den heutigen Tag wiederholt und dann der Geist sorgfältig auf die Gedanken hin untersucht werden, die er gerade enthält. Während du jeden einzelnen Gedanken ins Auge fasst, benenne ihn nach der Hauptperson oder dem Hauptthema darin und sage, indem du ihn dir vergegenwärtigst, ich erfahre die Wirkung dieses Gedanken über nicht allein. Ich erfahre die Wirkung dieses Gedankens über meinen Nachbarn und was es ist, nicht allein. Das Erfordernis, die Auswahl eines jeden Gegenstandes für die Übungszeiten so unterschiedslos wie möglich vorzunehmen, dürfte dir inzwischen ziemlich vertraut sein und wird nun nicht mehr täglich wiederholt, obwohl wir es gelegentlich noch zur Erinnerung mit anführen werden. Vergiss jedoch nicht, dass die zufällige Auswahl der Gegenstände in allen Übungszeiten durchweg wesentlich ist. Also nichts Besonderes, sondern du lässt es einfach fließen und zufällig. Die fehlende Ordnung in diesem Zusammenhang wird schließlich dazu führen, dass auch die Einsicht in eine fehlende Rangordnung bei Wundern für dich Bedeutung erlangt. Abgesehen von den, wenn nötig, Anwendungen, also so während des Tages, des heutigen Gedankens, sind mindestens 3 Übungsperioden erforderlich, deren Dauer bei Bedarf verkürzt werden kann, also kürzer als eine Minute. Mehr als 4 solltest du nicht versuchen. Also das ist, Liebes, ein ganz sanftes und behutsames Training deines, unseres Geistes, weil eben dieses neue Denken, was wir jetzt üben, alles, was wir geglaubt haben, auf den Kopf stellt. Wir waren ja in der Wahrnehmung, dass wir individuell sind, dass wir eine Person sind. Vielleicht mit einem gewissen spirituellen Anspruch, der aber nicht wirklich spirituell war, hast du geglaubt, dass du eine Seele bist, die ewig lebt und reinkarniert. Ja, all diese Ideen sind falsch. Wir sind das ganze heilige, wunderbare Selbst, der Gottessohn, die Liebe, die Freude, das Glück und teilen eine Identität im Vater. Das allein ist die Wirklichkeit. Du bist das Universum und ich auch. Das Liebesuniversum, der Himmel. Die Ganzheit, die Herrlichkeit, die Vollkommenheit. Und wenn wir uns hier vollkommen verleugnen und glauben, etwas zu sein, was wir nicht sind, ja, dann sind wir eben dabei, uns und alle anderen zu kreuzigen. Und das heben wir jetzt auf. Wir lassen das Trennen und Urteilen sein
und geben uns ganz der Führung des Heiligen Geistes und der Führung von Jesus Christus, der alles gelernt hat und in unserem Geist ist und uns hilft, zu. Wir lassen einfach diese Liebe zu. Und da wir nur Liebe sind, ist genau das, das uns glücklich und erfüllt sein lässt. Und wenn ich dann beginne, mich wirklich so zu lieben, wie Gott mich erschaffen hat, dann werde ich jeden so lieben, dich, mich, alle gleich. Und das ist die große Erlösung, die Befreiung von all den Urteilen der Vergangenheit, die ja immer nur meine Projektion waren. Also wir üben fleißig weiter mit dem heutigen Gedanken. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.